Ich habe ja nicht nur die DDR erlebt und die Grenzübergänge in die DDR. Ich habe ja auch erlebt, wenn ich als Kind zu meinen Großeltern nach Wien gefahren bin und von der westlichen Zone in die russische, in Niederösterreich kam, wie dort kontrolliert wurde. Das war nicht anders als an der innerdeutschen Grenze. Und da haben manche Reisende schon eine halbe Stunde, bevor wir zu diesem Punkt gekommen sind, Schweißausbrüche gehabt, weil sie vielleicht irgendwas im Koffer hatten, was nicht so ganz zulässig war. Also ich kann mich noch erinnern, als ich als Penela getrennt bin durch die Lande, da bin ich einmal in ein Auto gestiegen und der Fahrer fragte, wo kommst du her? Und ich sagte, aus Deutschland. Dann ist er wortlos rechts rangefahren, hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, get out. Ja, und das ist mir mehr als einmal passiert. Das ist ja heute völlig unvorstellbar. Wir sind ja wirklich, muss man sagen, durch auch natürlich die positive Rolle, die wir beim Aufbau Europas gespielt haben, das muss man schon auch unterstreichen, sind wir inzwischen ein gleichwertiger, hochgeschätzter Partner. Wir befinden uns hier im Wirtschafts- und Währungsausschuss, abgekürzt ECON-Ausschuss. Das ist der Ausschuss, der sich mit der Gesetzgebung befasst, vor allem für die Finanzmärkte, aber auch für andere Wirtschaftsbereiche. Denken Sie an den Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 nach dem Kollaps von Lehman. Damals hat sich ja die G20-Gruppe etabliert und sie haben beschlossen, dass sie jedes Finanzprodukt, jeden Teilnehmer der Finanzmärkte und jedes Land nach einheitlichen Regeln ausrichten und überwachen wollen. Ein Gesetzgebungsverfahren läuft in der Europäischen Union so ab, dass die Kommission mit einem Vorschlag kommt. Das Europäische Parlament bildet sich eine eigene Meinung, entscheidet darüber in diesem zuständigen Ausschuss und beginnt dann Beratungen und Verhandlungen mit dem Rat, also mit den Vertretern der Mitgliedstaaten, die sich ebenfalls eine Meinung gebildet haben, und der Kommission. Das sind die sogenannten Triloggespräche. Und am Schluss dieser Triloggespräche steht ein fertiges, von allen akzeptiertes neues gesetzliches Regelwerk. Wir dürfen nicht vergessen, vor 30, 40 Jahren war die Bevölkerung Europas etwa ein Fünftel oder sogar mehr der Weltbevölkerung. Heute stellt unsere Bevölkerung, 500 Millionen der Europäischen Union, nur noch 5% der Weltbevölkerung dar. Bei unserer demografischen Entwicklung werden wir in 10, 20, 30 Jahren deutlich weniger als 5% darstellen. Wenn wir wollen, dass wir in der Welt auch morgen und übermorgen noch gehört werden, dass wir überhaupt eine Rolle spielen, dass wir überhaupt wahrgenommen werden, müssen wir als Europäer auftreten, müssen wir Europa als politische Union und wirtschaftliche Union als Gesamtheit vertreten und müssen sicherstellen, dass wir so wahrgenommen werden. Und der liberale Gedanke, der diese Ideen trägt, ist der, dass wir keine Verschmelzung vornehmen wollen. Wir wollen keinen Melting Pot, wie man häufig die Vereinigten Staaten von Amerika nennt, sondern wir wollen die Vielfalt Europas, die ich persönlich auch für eine große Stärke halte, die kulturelle Vielfalt, die geschichtliche Vielfalt, die wollen wir beibehalten. Aber wir wollen auf den Feldern, wo es darum geht, tatsächlich im Weltkonzert eine Stimme zu haben, auf der Basis von harten Fakten. Da müssen wir eng zusammenrücken und zusammenarbeiten. Das heißt, in Wirtschaft, Handel, selbst im Militärischen und in der Außenpolitik. Und da müssen wir zusammenstehen. Da wird es nicht anders gehen. Da müssen wir unsere nationalen Befindlichkeiten überwinden. Da müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass wir nicht Parallelstrukturen in einzelnen Mitgliedstaaten, die unnötig sind, aufrechterhalten, sondern dass wir da alles tun, um tatsächlich Europa als geschlossene Einheit nach vorne zu bringen. Wir sind nur stark, wenn Europa stark ist. Und deswegen müssen wir trachten, dass diese Einstellung tatsächlich die Einstellung aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihrer Bürger wird.